Tief im Westen des Siegerlandes liegt das Asdorftal. Gute Luft, wenig Industrie und Lärm machen den oberen Teil des Tals mit Büschergrund und Freudenberg zu einem beliebten Wohngebiet. Durch die Nähe zur Autobahn A45 und die Olperstraße ist das Asdorftal ein wichtiger Schnittpunkt regionaler und überregionaler Verkehrswege. Am Straßenrand zeugt ein alter Meilenstein heute noch davon, dass auf der Straße nach Freudenberg schon früher so einiges los war. Wir stehen hier an der preußischen Militärchaussee Koblenz-Minden. Sie sehen hier ein Achtel Meile. Ein Achtel preußische Meile entspricht 900 Meter. Das ist die Entfernung zum nächsten Ort Freudenberg. Diese Straße hatte ursprünglich eine militärische Bedeutung für die Verbindung der Garnisonsstandorte Koblenz und Minden. Nach 1867 verlor diese Straße ihre militärische Bedeutung und hatte nach wie vor jedoch eine große Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung dieses Tales. Entlang der Weibe gab es damals viele Industriebetriebe, doch davon steht heute nur noch das Kontor einer ehemaligen Fabrik. Nachdem die frühe Stahlerzeugung im Tal an Bedeutung verloren hatte, schlug die große Stunde der Leder-, Leim- und Filzindustrie. Ab 1850 wurden Tierhäute, Fettreste und Haare von Tieren zu Leder, Leim und Filz verarbeitet. Die neue Industrie bescherte dem Tal einen wirtschaftlichen Boom und sorgte für eine besondere Note bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die Industrialisierung hatte zunächst positive Seiten. Für viele Menschen im Tal gab es Arbeitsplätze. Leider hatte die Sache auch einen erheblich negativen Anteil. Es lag eine Dunstglocke, ein bestialischer Gestank in diesem Tal. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung berichten, mein Schulweg entging entlang offener Leimgruben und für mich war der Gestank bestialisch. Ab 1880 kam der technische Fortschritt ins Tal. In den Fabriken liefen die ersten Dampfmaschinen. Über Transmissionsriemen konnte ein ganzer Maschinenpark schnell und effektiv angetrieben werden. Im Technikmuseum in Freudenberg haben Hans-Jürgen Klappert und andere Technikfans die alte Dampfmaschine einer Leimfabrik wieder flott gemacht. Er weiß, dass der Takt der Maschinen den Lebensrhythmus der Menschen im Tal bestimmte. Es war eine völlig neue Situation. Aus den ehemals Handwerksbetrieben, die zum Teil mit Wasserkraft liefen, dadurch zeitlich auch sehr eingeschränkt waren, wenn zum Beispiel Sommerzeit, Trockenzeit war, so entstanden jetzt Fabriken. Es gab Unternehmer, es gab reiche Leute und es gab die, auf der anderen Seite die Arbeiter, die vorher hauptsächlich nur als Bauern oder Tagelöhner gearbeitet hatten und nun in einer Fabrik eine feste Arbeit hatten, aber auch intensiver arbeiten mussten. Der Arbeitstag war lang, das war zum Teil ein 12-Stunden-Tag, weil die Maschine ja immer lief. Die konnte Tag und Nacht laufen sozusagen. Entlang der heutigen Bahnhofstraße zeugen etliche Villen im Tal noch heute davon, dass manche Unternehmer zu großem Wohlstand gelangten. Klare Formen und schlichte Fassaden. Der frühklassizistische Stil war der Geschmack der damaligen Zeit. In dieser Villa wohnte Friedrich Wilhelm Krämer, der Besitzer einer Gerberei. Er baute das Haus in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Noch heute ist die Villa im Familienbesitz. Kinderlos und christlich eingestellt, stiftete Friedrich Wilhelm Krämer den Freudenbergern ein ganzes Krankenhaus. Doch auf Luxus musste er deshalb nicht verzichten. Ein Wohnzimmer gab es eigentlich hier nicht, wie man das heute kennt, sondern man hatte in der unteren Etage einen Salon, wo die Leute hingeführt wurden, die etwas warten mussten, ein Durchgangszimmer und ein Herrenzimmer, wo dann die Leute zum Hausherrn kamen, um was zu besprechen. Und ein Esszimmer und etwas außerhalb, nach hinten gelegen, den Küchenbereich. Und wenn man gesellig sich beschäftigen wollte, ging man hier oben in die Belletage. Und hier wurden dann die Gäste durch Musik erfreut oder durch andere Darbietungen. Nicht weit entfernt von den Villen stehen die Fachwerkhäuser des Fleckens eng nebeneinander. Der mittelalterliche Stadtkern Freudenbergs ist heute ein Magnet für 80.000 Touristen, die jedes Jahr die historische Fachwerkkulisse bestaunen. Vor kurzem gab es sogar geschäftlichen Besuch aus Fernost. Eine japanische Bausparkasse hat hier im historischen Stadtkern Alter Flecken einen Werbespot für Bausparen gedreht. Ziel ist es, japanischen Häuslebauern diese Form der Finanzbildung näher zu bringen. Und in letzter Zeit waren hier zwei Architekten, die den Auftrag hatten, zu untersuchen, inwieweit hier europäische Städtebauweise auf japanische Verhältnisse übertragen werden kann, da dort Interesse an dieser Bauweise besteht. Wer vom Flecken aus weiter durch das Asdorftal in Richtung Kirchen fährt, kommt an der Albrecht Bäumer KG vorbei. Gegründet 1952 beschäftigt das Unternehmen heute 320 Mitarbeiter, die Maschinen für die Kunststoffindustrie konstruieren, entwickeln und fertigen. Mit einem Exportanteil von 85% liefert das Unternehmen Maschinen in die ganze Welt.
Auf den Millimeter genau können die Hightech-Maschinen einen Block Schaumstoff auf jede Form zuschneiden. Präzision, die gefragt ist. Dieses Teil, was ich jetzt hier auspacke, ist ein typisches Teil für die Polstermöbelindustrie, die auf unserer Maschine dieses Teil schneidet. Auf dieser Maschine werden Matratzenrohlinge geschnitten oder Zulieferteile für die Automobilindustrie. Wir sind auf diesem Markt Weltmarktführer. Bis 1985 führte eine Bahnstrecke durch das Asdorftal. Doch davon sind neben dem Radweg nur noch ein paar Meter Gleis übrig. Für die Bahnfreunde der Asdorftalbahn in Niederfischbach ist das wichtig, aber besser als nichts. Eine alte Lok mit Anhängern haben sie organisiert und wollen hier ein Freilichtmuseum für ihre Bahn errichten. 20 Meter sind zum Fahren genug, aber bald könnte es wenigstens noch ein Stückchen weitergehen. Wenn dann die Weiche mal eingebaut ist, können wir dann 200 Meter weit fahren. Aber dann ist der Traum zu Ende, weil eben die Gleiskörper weggerissen worden sind und wir dann über den Fahrradweg fahren müssen. Wer über diesen Weg mit dem Fahrrad von Niederfischbach weiter bis Kirchen fährt, kann sicher sein, dass das Asdorftal auch in Rheinland-Pfalz noch viel zu bieten hat.